Und einen wunderschönen guten Morgen und damit auch mal wieder recht herzlich willkommen mit einer erkälteten Stimme zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir Scrap Mechanic. Ein neues Spiel, was an meinem Geburtstag am 20.01.2016 auf Steam erschienen ist. Und zwar ist das so ähnlich wie Besiege. Ich erkläre es einfach kurz für die Leute, die das Spiel nicht kennen. Also seid mir nicht böse, Leute, die das Spiel kennen. Und zwar ist man hier ein kleiner Dude, der irgendwie durch die Gegend läuft und man kann Sachen bauen. Man kann hier, also ich zeig's mal kurz, das ist Inventar. Momentan ist das Kreativmodus. Und man kann einfach ganz viele Sachen bauen. Später wird das so sein, dass es einen Multiplayer geben wird, wie in anderen Adventure-Survival-Games, dass man sich Sachen zusammensuchen muss und dann erst bauen kann. Aber im Moment gibt es nur den Kreativmodus und ja. Ich würde sagen, wir bauen mal was ganz Simples. Und zwar würde ich sagen, bauen wir... Wie kann ich das hier wegmachen? Ah, okay. Bauen wir mal ein Auto. Und zwar brauchen wir dafür die normalen Holzblöcke. Ja, okay, was haben wir hier? Sledgehammer. This mighty sledgehammer will let you push... Lose items around while hitting them. Okay, ich glaube, das brauche ich nicht. Was haben wir hier? Handbook, okay, ja, interessant. Dieses Connection Tool, das brauchen wir. Den Lift brauchen wir, aber ansonsten brauchen wir erstmal nichts. Was brauchen wir denn noch? Bearings oder wie auch immer brauchen wir. Ist halt im Moment nur auf Englisch, das tut mir leid, aber das wird schon werden. Ja, genau, dann haben wir die kleinen Räder. Nee, ich glaube, wir nehmen die großen Räder, oder? Ja. Bad Boys. Und ich würde sagen, wir probieren uns einfach mal da dran. Hier ist doch eine schöne gerade Fläche, hier können wir das doch machen. Und ich habe gemerkt, das Spiel ist zwar nicht sonderlich grafikanfordernd, allerdings mit dem Aufnahmeprogramm, was ich im Moment benutze, zieht das doch ganz schön. Also ich bin hier im Moment nur bei 45 FPS, das ist nicht ganz so geil. Aber naja, was willst du machen? Ich würde sagen, wir fangen erstmal an und platzieren hier erstmal so ein Ding drauf. Vielleicht so. Und jetzt machen wir hier noch so eine Reihe dran. Dann sollten wir in der Lage sein, unseren Sitz da drauf zu packen. In etwa so. Hier kann ich drauf springen. Und Sitz. Aha. Wo will ich den denn haben? Ich glaube, ich mache den mal hinten hin, oder? Nee, vorne wäre schon besser. Hat man so ein bisschen bessere Sicht, oder? Ja, doch. Ist ein bisschen cooler. So, jetzt haben wir schon mal unseren Sitz. Wir können hier auch nach oben gehen. Falls wir drunter arbeiten wollen, kann ich da noch hoch. Oh, Junge, kann der Typ hochspringen. Als nächstes. Ich würde sagen, ich mache das für den Anfang nochmal zwei Breite auf jeder Seite. Zwei. Ich hoffe, das waren zwei. Ja, das waren zwei. Wunderbar. Jetzt probieren wir das hier auf dieser Seite auch nochmal. Zwei. Und jetzt... Ja, so ein bisschen komisch ist es noch zu platzieren. Na. Komm, lass mich mal platzieren hier. So. Wunderbar. Mein Trackpad ist übrigens noch an. Das hat mich gerade verwirrt. Aber halb so tragisch, halb so tragisch. Und jetzt hätte ich gerne eine Federung. Aber ich weiß noch nicht so ganz genau, wie wir das machen. Ich meine, ich habe zwar eine grobe Idee, lass mich mal kurz hier drauf springen. Und zwar könnten wir das doch rein theoretisch... Lasst mich mal was probieren. Hier ist die Mitte, gell? Hier so. Und jetzt bauen wir das hier so ein bisschen höher. Sehe ich da noch was, wenn ich hier einsteige? Ja, wunderbar. Alles cool. So, und jetzt machen wir das wie folgt. Oh Gott, ist Gott im Himmel. Nee, warte, wir müssen das hier hinpacken. Sekunde. Einmal Q. Hoch und Q. Aha. So, jetzt kann man das hier auch wieder abreißen. Tut mir leid, dass ich das hingemacht habe. So, das da weg. Wunderbar. Und jetzt sollten wir hier in der Lage sein, zwei Bearings dran zu platzieren. Und jetzt muss ich mal gucken. Es gab Suspension. Meine ich mich zu erinnern, wo haben wir sie hier? Offroad Suspension. Add Bounce and Stability. Great for vehicles, prevent easily tipping over. The suspension has a lot of bounce, making it ideal for offroad vehicles. Dann nehmen wir mal die Offroad Suspension. Mal gucken, wie groß sie ist. Okay, die ist schon ziemlich groß. Okay, cool. Kann ich mit leben? Kann ich diesen Block jetzt da dran platzieren? Aha, das war doch, was ich wollte. Rein theoretisch sollten wir jetzt... Ne, wisst ihr was? Wir machen das anders. Ich mach das nochmal kurz weg. Wir machen das hier weg. Sup und sup. Und jetzt machen wir... Hier ziehen wir das so drei raus. Genau. Perfekt. Ich muss gerade mal überlegen, wie wir das bauen. Ich habe schon eine grobe Idee, aber ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir es machen. Das ist das Problem, was ich im Moment habe. So, jetzt hier dieser Balken weg. Wunderbar. Und dann kommt... Lass mich mal überlegen. Wenn wir hier die dran machen, dann...
müsste das hier auch wegkommen. Okay, der war einer zu viel. Es ist halt noch so ein bisschen ungewohnt bei mir. Es tut mir leid. Platzieren, Dankeschön. Wunderbar, so, jetzt können wir so machen. Cool, cool, cool. Wenn ich jetzt den Lift abbaue, fällt das runter. Okay, cool. Wie kriege ich jetzt diesen blöden Lift da drunter? Ah, okay, cool. So klappt das. Okay, hab's verstanden. Eins hoch. Cool, soweit. Jetzt müssten wir hier unsere Bearings dran packen. Genau, das wären nämlich unsere Achsen. Kann ich dann damit lenken? Nee, Quatsch, kann ich noch nicht. Okay, interessant. Ja, da müssen wir uns noch was einfallen lassen, aber das kriegen wir hin. Erstmal nur so grob zum Testen, wenn ich jetzt hier unsere Räder dran mache. So, ne? Und jetzt hier die Suspension drauf packe. So und so. Jetzt muss ich kurz hier hin. Und jetzt gehe ich hier hin. Connecte das. Oder nee, warte, kann ich STRG-Z machen? Nee, STRG-Z klappt nicht. Okay. War ja ein Versuch wert. Warte, wir können im Prinzip so machen, oder? Naja, Q, perfekt. Ist jetzt noch nicht die schönste Variante, aber rein theoretisch sollte das funktionieren. Ich will es nur mal kurz ausprobieren. So, dann machen wir hier so eins dran. Rad dran. Cool. Auf welcher Höhe war das? Ich glaube, das sollte hier gewesen sein. Rad dran. Cool. Okay, jetzt machen wir mal den Lift weg. Und das Ganze sollte federn, oder? Ja, tut das auch, oder? Cool. Krank, hätte ich nicht gedacht, dass das klappt. Blöde ist, wir können jetzt noch nicht fahren, deswegen müssen wir hier nochmal kurz den Lift runter machen. Packen wir einmal kurz hier hin. So sollte das im Prinzip, ja, federn. Hoch und runter. Yep, sollte funktionieren. Rein hypothetisch. Im Prinzip können wir diese Federung ja auch hinten machen. Das wäre natürlich auch cool. Ich glaube, das machen wir auch hinten. Aber halt ein bisschen schöner. Bedeutet, wir machen hier die Räder mal weg. Als nächstes, ich habe eine Idee, wie wir das machen können. Rein theoretisch. Wir müssen das hier im Prinzip noch eins höher setzen. Ja, yep, müssen wir. Das hier kann dann im Prinzip weg. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Das weg und... Du kannst auch weg. Du kannst auch weg. 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 Jetzt rein theoretisch. Wenn wir den Lift abbauen, federt es immer noch und das sollte dann lenkbar sein. In der Theorie. Hoffen wir mal, dass das klappt. Oder wir könnten das verkürzen. Moment, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Ich mache nochmal kurz was. Federung und Federung. Jetzt ist es physikalisch nämlich ein bisschen besser. Nein, 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 nein. Das habe ich nicht gemacht. Ich wollte das Ganze... Ach, leck mich am Arsch. So und so. Und jetzt, meine Damen und Herren, sollte es funktionieren? Ja, es hält alles. Cool, krank. Kann ich hier jetzt nicht so einen Fahrersitz draufpacken? Krank! Mensch! Sehe ich da überhaupt noch was, wenn ich da jetzt drauf sitze? Ich hoffe es einfach mal. Ist das mittig? Hier ist der mittig. So ist mittig. Ja, ich sehe tatsächlich noch was. Rein logisch macht es zwar keinen Sinn, aber... Naja. Reg dich mal nicht auf. Und man sieht halt, wie diese Klammern funktionieren. Kann man nichts machen. Viel tun tut sich da allerdings noch nichts, weil wir noch einen Motor brauchen und so weiter und so fort. Ich würde auch sagen, wir packen den Sitz weiter nach hinten, einfach weil es stilistisch cooler ist, wenn man den Motor so vor sich hat, finde ich. Wir könnten eigentlich zwei Motoren hier hinpacken. Und dann brauchen wir unser Connection Tool. Und bewegen dieses Ding zum Motor. Dieses Ding zum Motor. Dieses Ding zum Motor, dieses Ding zum Motor und jetzt bewegen wir das hierhin und das hierhin
Und das dahin und das dahin. Wenn ich jetzt richtig liege, kann ich hier anstellen, ohne dass es mir wegrollt. Cool. Machen wir erstmal so auf 4. Wollen es hier gemütlich angehen lassen. Auf 4. So. Leute, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Seid ihr alle ready? Okay, cool. Einsteigen. Und wenn das jetzt funktioniert, kann ich. Interessant. Aber immerhin funktioniert die Lenkung schon mal. Halbwegs. Okay, cool. Hier muss noch ein bisschen was verbessert werden. Definitiv. Ey, krank. Es funktioniert sogar ziemlich gut. Meine Federung läuft noch. Okay, meine Federung fällt auseinander. Vorne zumindest. Interessant. Ich ernsthaft das Rad verloren. Okay. Und, Leute. Noch scheint es zu halten, interessanterweise. Oh ja, es funktioniert tatsächlich. Es ist nicht das Schnellste, aber zählt soweit. Die Steuerung ist ein bisschen komisch, also es driftet ziemlich gut. Das wissen wir schon mal. Soweit ist das schon mal klar, aber irgendwie ist mir das noch ein bisschen langsam. Moment. Kann ich die nicht? Aha. Stellen wir die mal so da drauf. Es wird jetzt wahrscheinlich ganz schön schnell werden, aber ich bin mal gespannt, ob es funktioniert. Wie schnell bist du jetzt? Oh, yo. Yo. Okay, Wheelie. Wheelie. Yo, das Ding zieht das eiskalt durch. Machst du nix? Oh. Hinten meine Räder sind interessant. Die können sich irgendwie so transformieren. Schaut euch das an. Und dann legt das da drunter und, okay. Lenken ist halt jetzt nicht mehr so, ne? Oh Mann. Ich muss das mal kurz fixen hier. So Leute, ich wollte euch nur mal kurz einen Zwischenstand geben. So sieht das Ding im Moment aus. Es fährt wunderbar. Also ich habe die Federung vorne mit den Rohren ein bisschen optimiert. Ich habe hier ein bisschen Schnickschnack dran gebaut und so. Also es rollt sich ganz gut so insoweit, aber ich habe mir gedacht, vorne die Federung ist ein bisschen too much meiner Meinung nach. Es passt nicht so zu diesem üblichen Car-Look. Ich glaube, ich lasse die Federung einfach hinten und baue vorne irgendwie was Kleineres ein oder so. Muss ich mal gucken, wie ich das mache, aber Leute, wir kriegen das hin. Wir sehen uns gleich nochmal nach einem Cut. Moment. Okay, Leute, ich glaube, ich habe gefunden, wie ich es machen will. Ich zeige das einmal ganz kurz. Also, ich habe da unten die Bearings dran gelassen, habe dann einfach Holz drüber platziert, dass sie sich nicht vollkommen rumdrehen können. Jetzt habe ich da so eine Art kleine Federung drin, aber ohne die großen vom Spiel gegebenen Federungen. Ich habe oben meine Topfpflanze und ihr seht schon, das Ding fährt sich wunderbar. Also, ich kann damit lenken wie eine 1 und ich kann damit die Jumps machen. Naja, fast die Jumps machen. Wenn man dann nicht gerade festhängt, ne? Okay, vorne bringt wahrscheinlich nichts. Ich schaff das, Leute. Ja, das sieht gut aus. Komm, du kannst es, du kannst es, du kannst es. Ja, komm, 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 komm. Ja, wunderbar. So will ich das sehen. Genau, schöner Drift gemacht. Schaffen wir es da zwischen den Bäumen durch? Oder? Ja, so in etwa. Dieser Thruster hinten dran ist so eine Geschichte, ob man den jetzt haben will oder nicht. Aber er gibt im Ganzen auf jeden Fall Speed. Das Ding lenkt sich wunderbar. Und ich würde sagen, es ist ein akzeptables Ergebnis für die erste Folge. Mal gucken, wie das noch so wird. Aber wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen dicken Daumen nach oben. Da freue ich mich immer sehr drüber. Wenn ihr neu dazugekommen seid, schaut auf meinem Kanal vorbei. Da freue ich mich auch sehr drüber. Schreibt mir in die Kommentare, was ich bauen könnte. Das einzige Problem ist, es macht immer noch so einen kleinen Wheelie. Naja, das war's von der ersten Folge. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber. Okay, wir reißen vielleicht mal das Ding da ab. wenn es euch gefallen hat. Und ich mache mal kurz diesen Truster da weg. Der geht mir mega auf die Eier. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen dicken Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder. Ja, doch. Und dann würde ich sagen, bis dahin, baut fleißig weiter. Ciao, haut rein.